Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zum neuesten Part von Super Mario Maker. Und es ist mal wieder ein Level von Andy. Wie auch sonst, eigentlich wenig überraschend. Naja, gut, aber er hat ja noch die meisten Level eingesendet und irgendwann muss ich sie abschließen. Ich glaube, das ist ein Level, was er schon früher eingestellt hat. Der steht ja auch 12.09. 12.09.2005, das ist schon ein bisschen früh, aber ich will alle machen von ihr, alle machen, die mir eingesendet wurden, zumindest die da geht, weil eins geht schon mal nicht. Oh, die Abschlussrate, die finde ich super. Naja gut, schauen wir uns mal an, was mich hier schon wieder erwartet. Crazy Battle. Ich werde das jetzt immer so versuchen, so ein bisschen abzuwechseln, mal ein altes, mal ein neues Level. Ach, Moment mal, das habe ich, glaube ich, sogar schon gespielt. Kann das sein? Das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, das habe ich echt schon mal gespielt. Das kommt mir echt bekannt vor. Moment mal, ich gucke nochmal gleich mal. Aber ich meine, das hätte ich echt schon gespielt. Ich meine echt, das hätte ich schon mal gespielt. Echt, das habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Genau, da waren jetzt hier nämlich so komische Invisible Blocks, glaube ich. Oder so. Genau, was war jetzt nochmal? Okay, das ist schon mal nix. Ja, genau, ich muss gucken, dass die, oh, oder so. Das ist natürlich sehr gut. Genau, dass diese Dinger dann nämlich ein paar von den Dingern kaputt hauen. Oder warum mache ich mir nicht, warum mache ich mir so schwer? Ich fliege einfach über die ganzen drüber. Oh nein, jetzt weiß ich wieder warum. Oh nee. Oh, ich weiß jetzt warum. Ich glaube, ich dieses Level nicht abgeschlossen habe. Wegen dem Quatsch. Schnell da wieder rein. Oh nee. Ja, es liegt daran. Deshalb. Ich glaube, ich habe das dann abgebrochen, weil das ist einfach nur krass. Wenn man nämlich da einmal getroffen wird von so einem Ding, ist das böse. Ist das ganz böse. Okay. Aber bisher stelle ich mich gar nicht mal so schlecht an. Aber wenn man nämlich einmal von so einem Stachelding getroffen wird, dann hat man keine Kontrolle mehr über das Ding. Sieht man ja an dem Ding da. Jetzt muss ich nur aufpassen wegen dem Feuer. Das ist natürlich böse. Oh, das Feuer ist böse. Und das Ding auch. Na gut, ich könnte mich natürlich auch theoretisch treffen lassen. Das mache ich auch. Wobei, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Egal. Geh einfach runter. Geh einfach runter. Geh einfach runter. Okay, das ist sogar wieder gefangen. Das finde ich gut. Okay, in die Türe rein. Ich hoffe, das ist eine... Ja, genau. Lustig. Lustig. Genau, das ist eine Fail-Tür. Okay, ich glaube, ich habe das Level aber irgendwann abgebrochen gehabt. Oh. Nein. Nein. Die haben mich umzingelt. Oh. Komm schon, da wäre Yoshi gewesen. Oh. Okay, aber eigentlich war das sogar gar nicht mal so schlecht. Oh, ich hatte das fast geschafft, das Level sogar. Ich kann mich jetzt erinnern. Ich kann mich wieder erinnern. Ich habe das Level mal abgebrochen gehabt. Ich hatte das, glaube ich, mal in einem Stream oder so gehabt. Nur die Stelle da am Ende, die ist dann echt... echt böse. So, ein schönes One-Up holen. Ja, lass mich durch. Toll, jetzt habe ich es nicht geschafft wegen dem Wandsprung. Oh. Vielleicht muss ich das Level auch jetzt hier unterbrechen. Ich weiß es ja nicht. Oh. Jedes Mal vergesse ich jetzt mit diesem blöden Invisible Coin Block. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass dieses Level im SMB-U-Stil gehalten ist und nicht beispielsweise in SMB, im ganz klassischen SMB-Stil. Ich glaube, dann würde ich in dem Level sowas von verkacken, glaube ich. Oh, gut. So, okay, wunderbar, wunderbar. So, dann hole ich mir hier den schönen Propeller-Head, mache mir das Leben einfach, wie noch was, gehe hier einfach drüber. So, und jetzt geht der Quatsch hier los. Ja, ihr seid doch nett, ihr seid doch sowas von nett. Das ist mir nicht neu, dass ihr sowas von nett seid, ihr dämlichen Hammerbrüdern. So, okay. Boah, diese Musik, die übrigens ausspielt, die macht mich so... Oh oh. Ah, verdammt.
Ja, er hat sich wieder gefangen. Nein, er hat sich nicht gefangen. Oh. Ja, da war vorbei. Da war vorbei. Oh. Das ist böse. Hat man eigentlich auch von Karl kaum noch eine Chance mehr, wenn der einmal gegen so eine Wand geknallt ist. Mit den Stacheln. Da hat man dann keine Chance mehr, dieser Clown-Kutsche. Also ich hätte ehrlich gesagt so eine Wolke besser gefunden, weil über die Wolke, die ist erstmal nicht ganz so groß. Und da hat man mehr Kontrolle, finde ich, als auf so eine dämliche Clown-Kutsche. Ja, als ob ich nicht den Stern getroffen hätte, genau. Oh, Alter. Ich glaube, der Andy mag es aber auch, mich zu quälen. Mit seinen Leveln, die er immer einschickt. Und dabei hat er neulich erst von so einem Level geschwärmt quasi. Wo der anscheinend richtig abgegangen ist. Und das war nicht dieses andere komische Geisterhaus-Level von neulich. Alter. Boah, ist das nervig, ey. Ist das nervig. Ich will das aber eigentlich schaffen, weil so schwer ist das gar nicht. Nur ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr so weit, wie ich vorhin gekommen bin. So, einfach sich an der Wand gleiten lassen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Genau wie hier jetzt erstmal die ganzen Gegner zu eliminieren. Komm her, Propellerhead. Boah, Alter. Ich muss vorher nochmal kurz gucken. Ist da... Ne, da ist nichts. Okay. Okay. Und ich wüsste nicht, wie man das sonst ohne schaffen soll, ohne den Propellerhead wieder zu verlieren. Aber okay. Blöde Karmec da ange noch irgendwas. Kommst du doch mal dahin? Dann nicht. Dann nicht. Dann gehe ich einfach schön. So. Der hat mich aufgeregt, der Karmec. So. Ganz vorsichtig. Dieses Feuer, das nervt so ein bisschen. Das hätte man, finde ich, auch. Gut, ich weiß nicht. Ich glaube, er hatte damals noch nicht alles freigeschaltet. Aber ich finde das einfach. Nee. Dieses Feuer, das nervt, finde ich. Ich weiß, das kann man nicht abstellen, dass das Bowser es in einem gewissen Bereich macht. Dennoch, hätte ich das besser gefunden. Ach ja, jetzt kommt das Ding auch noch hier runter. Ja, pff, genau. Pff, das ist... Nee. Das ist... Nee. Ah, ich will das Level noch schaffen hier. Ich will nicht schon wieder so ein Level haben, wo ich wieder 1000 Jahre dann brauche und das trotzdem nicht schaffe. Ich glaube, er macht mir zu schwere Level. Ja, das ist schön. Hau ab, Drecksplattform. Jetzt werde ich das schon wieder nicht schaffen. Doch, werde ich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, nur die, mich um die Hammerbrüder kann ich mich jetzt nicht kümmern. Wirklich zumindest. Ja, egal. Lass ich es einfach sein. Ich flieg wieder einfach hier drüber. Halt mich hier ganz rechts auf. Springe. Sehr gut. Damit habe ich jetzt nochmal einen Rücksetzpunkt mit dieser Feuerblume. Warum habe ich den jetzt nicht killen können? Mal so eine Frage, obwohl ich den berührt habe, diesen Karmec. Ja, ist klar. Sehr gerne, dieses Feuer, das nervt einfach nur. Das nervt einfach nur wie noch was. Oh, warum ist da ein Pilz? Achso, das war der Karmec. Okay, einmal bedanke ich mich für den Karmec, dass der da draußen Pilz gemacht hat. Einmal muss ich mich jetzt echt bedanken für den Karmec. Oh, das ist... Komm, spring einfach und geh in die Tür. So. Ich hab mich doch geduckt. Warum hab ich das Feuer jetzt getroffen? Und ich hab schon links B gedrückt. Ah, dieses Level ist... Ah, ah. Und vor allen Dingen nimmt das... kostet das so viel Zeit. Ah. Ja, mach deinen Wandsprung nicht. Soll mir auch recht sein. Ah, regt mich jetzt schon wieder auf, dieses... Verfluchte Level. Meine Güte. Ja, ich raste dich hier aus. Nehme ich eigentlich auf? Ja, sieht so aus.
Ganz ruhig. Tief durchatmen. Einfach nur tief durchatmen. Los, renn, 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 renn. So, das war zwar knapp, aber hat noch gepasst. So, jetzt geht der Quatsch wieder los. Okay. Immerhin habe ich jetzt den Trick raus, dass ich hier zumindest noch einen Punkt behalten kann. Das nervt einfach nur. Okay. Ist noch alles gut. Ist noch alles gut. Ist noch alles in Butter. Alles in Butter. Jetzt muss ich nur warten, bis das Ding mal aufhört. Oh, geh doch mal da weg da. Ja, jetzt habe ich es wahrscheinlich eh verschissen. Nee, okay, noch nicht. Noch nicht. Geh noch nicht, noch nicht, noch nicht. So, geh in die Tür rein. Jedes Mal jetzt an dieser verfickten Stelle. Ich verliere meine... Ich muss mal groß bleiben hier, dann habe ich eine Chance. So, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es... Oh. Dann ist das einfach nur dumm. Jetzt werde ich das hier wieder nicht schaffen. Sag ich ja. Oh, das nervt. Und vor allen Dingen sind diese Punkte hier am Anfang auch so... Oh, so einfach nur so unnötig. So einfach nur unnötig. Yeah.
mich durch. Lasst mich durch. Ich hab's geschafft. Boah, was war das denn, Alter? Oh, Alter, was war das denn, ey? Ich hab dieses Level geschafft. Boah. Alter, ich hab dieses Ich sag's besser nicht. Ich hab dieses Level doch noch geschafft. Alter, ich kann nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich am Ende rausgeschnitten habe. Also, es waren einige, um das mal so zu sagen. 23 Minuten habe ich jetzt gebraucht insgesamt. Ich denke mal, ein paar habe ich rausgeschnitten. Aber ein Level mache ich jetzt aber dennoch noch. Ich denke mal, wir sehen uns gleich, wenn ich irgendeins gefunden habe. Okay, und damit sind wir wieder bei einem neuen Level vom guten Favor. Welches er genannt hat Mystery House und geschrieben hat, dass das einfach sein soll. Ich hoffe es, aber wenn ich die Abschlussrate sehe, dann zweifle ich ja so ein bisschen dran, aber okay. Auch jetzt schon ein bisschen her, am 29.09. Und, SMW-Style. Gefällt mir. Ja, im Übrigen, schick. Ich sehe, was ich hier zu tun habe. Ich sehe es hier. Nur vorher will ich diese Buhus dann mal hier weglocken. Weil das könnte mich dann doch ein bisschen das Leben vereinfachen. Oder auch nicht. Ich bin so schlau. Das war jetzt eigentlich nur durch Zufall, dass ich durch diese Röhre gegangen bin. Wieder, weil ich den Peace-Switch erneuern wollte. Aber anscheinend habe ich wohl hier ein Mega-Secret in dem Level entdeckt. Oder auch nicht. Moment mal. Nee, doch nicht. Schade. Ich hätte es jetzt erwartet, aber okay. Okay, da ist nichts. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Wir können ja ein bisschen erkunden. Okay. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was ich zu tun habe. Ich nehme mir den P-Switch mal mit. Ich habe langsam eine Idee, was ich hier zu tun habe. Es war noch echt dumm von mir, dass ich so einfach den Pilz da verloren habe. Aber okay, ich schau mal. Aber hier ist auch nichts. Das kann eigentlich nicht sein. Da ist bestimmt irgendwo ein Secret. Irgendwo hier vielleicht. Das ist nur ein Leben. Aha. Ah, es ist aber auch nur ein Stern. Okay. Na gut, das merke ich mir aber schon mal. Der Stern könnte mir auf jeden Fall noch das Leben ein bisschen vereinfachen, aber trotzdem bin ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Weniger, weil das Level schwer ist, sondern eher, weil ich nicht weiß, wie ich zum Ziel komme. ist schon echt krass, diese Unterschiede immer in den Leveln. Ich hoffe mal nicht, dass hier unten irgendwas ist, weil dann, vielleicht auf irgendeinem Pilz? Auf irgendeinem der Pilze? Aha. Interessant. Ah, und lass mich raten, hierfür brauche ich den P-Switch. Ne, hier brauche ich den P-Switch. Okay, jetzt habe ich das Level, glaube ich, durchschaut. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich das Level durchschaut. Jetzt habe ich schon das Level durchschaut. Ja gut, jetzt darf ich zwar den ganzen Quatsch hier noch machen, aber das ist ja nicht so schwer. Okay, ich muss auch den P-Switch drücken und dann muss ich die Ranke hier hoch. Ja gut, das geht ja eigentlich sogar. Und bestimmt ist da jetzt irgendwas, ne? Ich rieche das Ziel. Ich rieche es. Blöcke oder den Weg? Irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme lieber den hier. Weil irgendwie, glaube ich, ist das der schwerere Weg. Und lass mich raten, da hätte ich hochgehen müssen. Da hätte ich abspringen müssen, glaube ich. Okay, immerhin resettet der einen hier. Also das ist weniger das Problem. Okay, das geht ja noch. Genau dahin wollte ich hoch. Gerade noch gestoppt um den Pilz. Ja, ich hätte jetzt mit der Feuerblume gehofft. Na, egal. So, gibt es hier drei Wege oder war das jetzt hier auch ein Fail? Das war auch ein Fail? Okay.
Gut, ich könnte natürlich auch wieder in die Röhre reingehen, aber ich versuche... Oh. Ah, okay. Moment mal, wohin bringt mich die Ranke? Doch bestimmt auch irgendwo hin. Oh. Ich brauche wieder mal einen P-Switch? Wo soll ich denn bitte einen P-Switch herbekommen? Oder Moment mal, da unten war auch noch eine Röhre. Ganz versteckt war da auch noch eine Röhre hier unten. Oder so ein Block. Das war auch nur ein Pilz. Okay. Ah, doch. Hier ist der P-Switch. Ich wusste das doch. Ich wusste das doch. So. Du hilfst mir mal kurz mit dem Sprung. So, ich wusste es doch. Ich wusste das doch. Muss ja irgendwo so ein P-Switch sein. Wie hätte man das sonst rübertragen können, nicht wahr? Soll ich mal, dass da nichts ist, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. So, sind wir jetzt endlich mal beim... Was? Was? Wie soll man das denn bitte auf die Schnelligkeit schaffen? Wie soll das denn bitte gehen? Was hat sich da denn der Favor for Clyde ausgedacht? Und ich weiß, ihr fragt jetzt bestimmt, was habe ich da jetzt, was habe ich da jetzt gesagt? Das ist so ein toller Insider, wo wahrscheinlich kaum einer irgendwas zu sagen kann. Aber die, die auf Twitter und auf Hitbox versiert sind, die werden bestimmt dazu was sagen können. Alter, was habt ihr euch immer, was denkt ihr euch immer für Level aus, wenn ich mal fragen darf? Alter, ich glaube, ich sichere mir mal eben den Pilz hier, genau. Der kann mir bestimmt helfen. Oh. So. Alter, die Level hier. Bum. So, dann hier kaputt machen. Ich brauche ja sogar auch den Pilz, sonst hätte ich hier gar nicht reingekonnt. So, die Ranke kaputt machen. Ach ja, stimmt. Wandsprung kann er ja hier ja gar nicht. Muss ich nur gucken, dass der Goomba da abhaut. Ja, oder du kommst runter. Das ist natürlich auch okay. So. So wollte ich das. So, jetzt ganz vorsichtig, damit ich da auch nochmal runtergehen kann. Ja, genau, den Pilz lasse ich hier mir nochmal. Das ist eine gute Idee. Liebes Spiel, da ist es nämlich passiert. War noch eine gute Sache, dass ich mir den Pilz aufgehoben habe. Alter. Alter, wie das immer so auf dem schmalen Grat ist bei mir. Alter Verwalter. So, wie soll das denn jetzt gehen? Da muss man doch richtig rasen. Das soll man schaffen auf die Zeit? Das soll man schaffen? Okay, wahrscheinlich werde ich das auch wieder reinschneiden müssen. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht anders schaffen. Das soll man auf die Zeit schaffen? Wüsste ich zwar ehrlich gesagt nicht wie, aber... Weiß ich ehrlich gesagt nicht wie, aber okay. Hau doch mal ab, du blöder Buhu. Du nervst. Meine Güte. Thank you.
Alter, ich hab das, ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Alter, das ist auch ein bisschen krank so. Vor allen Dingen, das so nach diesem ganzen anderen Quatsch das zu machen. Stimmt ja, der eine oder andere weiß es ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Bald kommen ja Checkpoints. Und halt die Möglichkeit, dass man Mario ein Item nach Status verteilen kann. Alter. Dein Ernst? Ich glaube, ich brauche eine Pause hier von dem Level. Ah, ich glaube, ich muss das auch ein anderes Mal machen. Oh. Wäre es vielleicht nicht klüger gewesen, erst die Ranke zu aktivieren und dann den Schalter eigentlich so? Naja, egal, hat ja noch gepasst. Jetzt muss ich mir wohl noch wieder den Pilz da rechts wiederholen. Ah. Jetzt muss ich mir hier wieder den Pilz hier holen. Oder mach's nicht. Genau. Ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das, ich kann mir das bei Favor nicht vorstellen, dass er, das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht bei ihm vorstellen, dass er das, so hinbekommt mit dem Timing. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh, jetzt ist schon wieder der blöde Geister, der blöde Buhu. Ja, beweg dich noch ein Stück, beweg dich noch ein Stück. Danke. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich vermute mal, dass da auch noch irgendwo ein P-Switch ist. Das kann er mir nämlich nicht erzählen. Das kann er mir nämlich nicht erzählen. Mit dem Timing. Oder da irgendwo als Invisible Blocker. Wie soll man das bitte rausfinden? Moment mal. Ha, ich lach mich tot. Ich lach mich tot. Das Level ist ja so toll. Ja, okay. Ich wusste das doch. Das kann er mir beim Leben nicht erzählen, dass man das schaffen soll. Und ich gehe nicht da unten hin. Weil das habe ich hier gesehen. Ah. So, ich will jetzt endlich zum Teufel nochmal ins Ziel. Okay, da war noch eine andere Tür. Na gut, dann gehe ich jetzt doch nach oben lang. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich diese andere Tür nur wieder dahin bringt. Dieses Rätsel ist so verwirrend zum Teufel. Wusste ich, dass diese Tür mich dahin bringt. Wusste ich. Aber wo soll es denn sonst weitergehen? Okay. Plattform. Oh, das Ziel. Oh. Ja, also was der hier macht, das ist schon. Es ist schon dreist, muss man sagen. Und ich finde es ja cool, dass dieser P-Switch einfach steht. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Zwei krasse Level, die ich sagen kann, dass ich die abschließen kann. Beide sehr unterschiedlich, aber bis zum geht nicht mehr. Man muss sagen, die hatten beide natürlich geniale Ideen. Wobei das eine vom Schwierigkeitsher mit Gegnern und so richtig krass war und das war hier von den Rätseln richtig krass. Aber gut, es waren beides coole Level, muss ich sagen. Was wir im nächsten Part machen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Super Mario Maker. Bis dann und tschüss, euer Jake.